Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch noch ein etwas ausführlicheres Video zum BenQ W2700, einem Einsteiger 4K HDR Beamer. In diesem Video geht es um den Input Lag des Beamers, der beim Zocken und auch bei der allgemeinen Bedienung sehr wichtig ist. Es geht auch um die Qualität, Lautstärke und Helligkeit im 3D-Betrieb. Zum Schluss zeige ich euch auch noch, ob der Regenbogeneffekt bei diesem Beamer stark auffällt und wie groß der Unterschied zwischen dem SDR und HDR Modus ist. Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Der Input-Lag ist mit gemessenen 78 Millisekunden relativ hoch. Ich betreibe den Beamer hauptsächlich in Verbindung mit einer PS4 Pro und mich persönlich stört der Input-Lag nicht besonders. Bei Spielen wie Uncharted 4, Diablo 3 oder Witcher 3 fällt er mir erst gar nicht auf. Bei Titanfall 2, Doom oder Modern Warfare merke ich dann aber schon eine gewisse Verzögerung. Sie macht das Spiel jetzt aber auch nicht unspielbar. Man trifft trotzdem einen Gegner und zielt auch nicht ganz woanders hin. Wer aber Online-Shooter spielt und vor allem auch gewinnen möchte, wird mit diesem Beamer aber eher wenig Freude haben. Für sehr präzise und schnelle Bewegungen ist der Input-Lag dann doch etwas zu hoch. Wer jetzt eher Rollenspiele oder generell Spiele spielt, wo es nicht um jede Millisekunde geht, bekommt hier aber ein gutes Bild geliefert. Allgemein zur Bildqualität habe ich schon im letzten Video gesagt, dass sie sehr gut ist. Man hat keine Streifen bei Schwenks im Bild, wie man es bei vielen großen LCD-Fernsehern hat. Die Farben kommen sehr lebendig und in dunklen Räumen auch schön kontrastreich herüber. Mit einem OLED- oder Nanocell-Display darf man den Beamer aber nicht vergleichen. Nun geht es weiter zum 3D-Betrieb. Diesen teste ich in Full HD mit 24 und 60 Hertz. Gleich eines weg, wie bei den meisten anderen Beamern bzw. einigen Fernsehern, wird auch beim W2700 das Bild relativ dunkel, wenn man in den 3D-Modus schaltet. Bei normalem Tageslicht kann man also die 3D-Funktion vergessen. Die Qualität der 3D-Funktion an sich ist sehr gut, ihr benötigt dafür aktive Shutterbrillen. Mit den normalen Polarisationsbrillen aus dem Kino kommt ihr leider nicht weit. Das Bild ist bei mir trotz Full HD Blu-ray sehr scharf und macht einen guten Eindruck, was die räumliche Wahrnehmung und auch die Farben betrifft. Wie schon gesagt, das Bild ist etwas dunkel, aber kann sich auch trotz Lampensparmodus sehen lassen. Man kann die Lampe auf die volle Lichtleistung schalten. Dadurch wird das Bild etwas heller und die Farben noch etwas lebendiger. Der Beamer wird dafür dann aber um einiges lauter. Wer sich jetzt einen Film wie Avatar ansieht, wird bei den meisten Szenen nichts vom Beamer merken. Wenn dann aber doch einmal eine ruhigere Szene kommt, wird der lautere Lüfter dann doch hörbar. Man kann hier auch noch mit einer Hushbox entgegenwirken, was ich vielleicht auch einmal machen werde. Jetzt kommen wir noch zu etwas sehr Wichtigem, und zwar dem Regenbogeneffekt des W2700. Da er ein Single-Chip DLP-Beamer ist und somit alle Farben durch ein RGB-RGB-Farbrad erzeugt, hat man hier auch das Problem, dass bei sehr kontrastreichen Szenen, wie zum Beispiel einem weißen Text auf schwarzem Hintergrund, das Weiß nicht wirklich wie reines Weiß wirkt, sondern auch einen roten und grünen Stich dabei hat. Das fällt einem am besten auf, wenn man in so einer Szene den Kopf zusätzlich bewegt oder mit den Augen über das Bild schaut und sich auf gewisse Gegenstände konzentrieren will. Ich bin froh, dass bei meinem Beamer dieser Effekt quasi fast nie auftritt oder zumindest für mich nicht erkennbar ist. Lediglich bei Days Gone fällt es mir im Menü auf. Warum nur da, weiß ich auch nicht. Aber auch wenn ich mir Filme mit vielen dunklen Szenen ansehe und sie im Original 24 Hz Modus laufen lasse, sehe ich den Regenbogeneffekt hin und wieder. Bei Star Wars wiederum, wo die Lichtschwerter ja sehr kontraststark zur anderen Umgebung sind, sehe ich wiederum nichts vom Regenbogeneffekt. Man kann also auch nicht sagen, dass er immer auftritt bei dunklen, kontrastreichen Szenen. Ich habe euch absichtlich einen Teil des Videos mit einer schnelleren Verschlusszeit gefilmt, da ihr wenigstens so den Regenbogeneffekt sehen könnt, da das Farbrad nicht immer schnell genug ist, um alle Farben gleichzeitig darzustellen. Aber wie ich schon im anderen Video gesagt habe, das fällt nicht auf und ist nur mit der Kamera darstellbar. Wenn ihr jetzt ein Spiel wie Days Gone spielt, fällt das nicht auf, nur beim Text im Menü merkt ihr etwas davon. Zum Schluss noch kurz zusammengefasst, der Regenbogeneffekt ist auch bei diesem Beamer da, aber nur in sehr wenigen Szenen sichtbar und für mich persönlich nicht wirklich störend. Jetzt kommt auch noch ein kurzer SDR vs. HDR Vergleich, der aber etwas umsonst ist, da meine Kamera Videos auch nur in 8-Bit aufnehmen kann und ihr deshalb die richtige Qualität gar nicht sehen könnt. Den HDR Modus habe ich bei 4 Spielen und 2 Filmen ausprobiert. Bei den Spielen merkt man einen großen Unterschied,
Zum Beispiel ist die Sonne im Spiel viel heller als ohne HDR, der Himmel wirkt strahlender und im Falle von Days Gone sehen Objekte, die weit weg sind, realistischer aus und nicht teilweise ausgebleicht wie bei der SDR-Version. Die Farben sind um einiges kräftiger und leuchten auch viel mehr. Das fällt zum Beispiel bei Witcher 3 sehr gut auf, wo im SDR-Modus die ganze Welt doch etwas blasser aussieht und durch den HDR-Modus mehr zum Leben erweckt wird. Der einzige Nachteil hier ist, dass die Sonne nun auch noch mehr blendet und man dann fast gar nichts mehr sieht. Spaß beiseite. Auch bei den Filmen merkt man einen Unterschied, der ist aber meiner Meinung nach nicht so groß wie bei den Spielen. Bei Der Marsianer zum Beispiel ist ebenfalls wieder das Bild etwas heller als im SDR-Modus, aber die Farben sind meiner Meinung nach fast unverändert und der Kontrast wird durch das HDR nicht wirklich verbessert. Bei Pacific Rim ist der Unterschied wieder etwas größer, vor allem in hellen Szenen kann sich die HDR-Version von der SDR-Version deutlich absetzen. Da der Film aber leider nur ein 4K-Stream ist, hat man in dunklen Szenen das Problem mit der Artefaktbildung. Hier würde eine 4K Blu-ray nochmals ein besseres Bild zaubern. Im Großen und Ganzen bringt die HDR-Funktion einen Vorteil gegenüber SDR und ich kann sie auch nur empfehlen. Das war jetzt mein zweites Video zum BenQ W2700. Falls ihr noch etwas über ihn wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Das erste Video könnt ihr erst hier auswählen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.